Ihr Vorschlag war, eine Nachtlinie zwischen Kerststadt und der Altstadt einzurichten. Lass uns eine solche Route erstellen und sie mit dem Flughafen verbinden. Dann können wir auch gleich verspätete Passagiere mitnehmen. Während du dich darum kümmerst, versuche ich, die Verhandlungen für die Sonnenstein-Haltestellen abzuschließen. Ja, liebe Leute, genau so ist es. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bussimulator 21. Ja, da größtenteils Leute aus einer Facebook-Gruppe hier zuschauen, denen ich versuche zu helfen, möchte ich auch das, was ich schon mal in der Gruppe geschrieben habe, einen riesigen Dankeschön an die Community mal loslassen bezüglich des Klimas dort. Es ist toll, dass Leuten geholfen wird. Da fragt jemand irgendwas, es wird geholfen, relativ zeitnah. Es gibt kein böses Blut, so wie ich das teilweise schon in anderen Gruppen erwischt habe, beziehungsweise erlebt habe. Und ja, es kommt ganz, ganz selten vor bisher, wie gesagt, damit auch geholfen. Ich kann meine Videos da ohne Probleme teilen. Es gibt Leute, die gucken das, die nehmen die als Hilfe, die helfen auch mir durchaus. Es ist geil, es macht Spaß. So macht es auch wirklich Spaß, sich ranzusetzen, auch jetzt noch mal ranzusetzen, zu sagen, okay, ich nehme jetzt noch mal 2-3 Völkchen auf, weil ich eigentlich wie beim letzten Mal schon relativ müde. Aber ich habe jetzt gesagt, komm, ich habe Bock, bevor die Folge morgen ausfällt. Ich bin jetzt gerade erst dazu zum Aufnehmen gekommen. Wir haben heute 19 Uhr, also am 19. November, einen Tag vorher. Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich war jetzt auch einkaufen, ich war jetzt auch unterwegs, etc. Aber ja, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wir machen heute weiter mit der Mission Party Boss. Die ist relativ einfach zu schaffen. Wir machen jetzt damit weiter quasi, oder wir machen damit weiter das, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben, nämlich die Kerststadt aufzubauen. Diesmal auf Stufe 4. Dazu brauchen wir aber vorher noch einen Zweitag auf der Route zwischen Airport, Oldtown und Kerststadt. Das ist kein Problem eigentlich. Die können wir direkt relativ zeitnah reinballern. Und dann stellen wir eine Route mit mindestens 13 Haltestellen. Eigentlich kein Problem. Wir bauen erstmal eine Route, würde ich sagen. Die muss 13 Haltestellen haben. Und ja, machen wir doch. Wir machen jetzt quasi den ersten und den zweiten Teil in einem Rutsch. Das heißt, wir brauchen einmal Airport, einmal Old Town, einmal Kerststadt. Und dazu brauchen wir einen. Wir brauchen einen Zahltag. Dementsprechend. Darf ich nicht jetzt meinen Flughafen aufbauen? Flughafen. Wir fahren jetzt gerade? Flughafen. Warte mal. Gut, das bauen. Habe ich jetzt nicht irgendwas? Airport. Moment, wie viele Haltestellen hast du jetzt? 5. Ich damit. Gut. Ich muss jetzt tatsächlich mal bauen. Nochmal. Also, wir bauen jetzt eine Route. Die geht am Flughafen. Die geht am Flughafen los. Hallo? Machst du nicht? Flughafen. Ich möchte eine Route erstellen, Chef. Flughafen. Okay. Warum darf ich nicht? Flughafen. Das ist bestimmt wieder ein Bug. Dazu muss ich wahrscheinlich nochmal raus. So. So. Flughafen. Jetzt. So, bei dem Airport aus fahren wir. Müssen wir tatsächlich komplett auch. Wir müssten rein theoretisch. Ne, wir machen es anders. Wir fahren vom Flughafen los. Wir müssen jetzt gucken, dass wir alle alte Stellen mitnehmen, die nicht auf der 4 sind. Deswegen. Kerststadt. Studierendenwohnheim. Warte mal. Mutter und Kerststadt. Doch, ist richtig. Wir machen jetzt alles zusammen in einem Rutsch. Wir nehmen die quasi einmal komplett mit. Hügelgasse. Die Hügelgasse. Früh auf, Akademie. Tyson Planetarium. Das Planetarium. Arkosweg. Bachowski Industries. Industries. Technische Universität. Die TU. Die Kirche. Wissenschaftsministerium. Früh auf, Akademie. Die Akademie. Akademie, Mimi. Windfeld, Ost. Windfeld, Ost. Windfeld, West. Und hätten rein theoretisch jetzt
Kerstadt in Heimrutsch verbunden. So, die geht ja am Airport los, die Haltestelle und die Route. So, dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt mal Elektrobusse gekauft, genau. Das heißt, wir haben jetzt Kerstadt drin, wir müssen dann weiter nach Old Town. Dann enden wir mal an der Siegestraße und Airport, Auton, ja. Gut. Dann haben wir das. Warte mal, wir können. Komm, wir hauen das Ding zum ZOB. Ne, die ist Meyerheim, ne? Wir nehmen. Wir nehmen den ZOB mit. Wenn ich es richtig bekommen habe. Zentraler Busbahnhof. Ja, ZOB mit. Siegesstraße. Fahren vom ZOB. Rathauspark. Handelszentrum. Zum Handelszentrum. Pferdemühl. Hauptbahnhof. Und enden damit am Hauptbahnhof. Einfach weil es gerade ein bisschen praktisch ist. Na, haben wir sie einmal alle drin. Dann übernehmen wir die Route. So, Route wählen. Heute kommen wir ein bisschen zu fahren. Du hast 4 Haltestellen. Du hast 16 Haltestellen. Gut, okay, die können wir jetzt nicht. Das war jetzt einfach nur, um das zu erstellen. Ne? Route mit. Ach, ich habe das ein bisschen anders machen müssen. Egal, alles gut. Wir nehmen auf den Zahltag mit. So. Das ist jetzt einfach nur. Warte mal. Ist das die hier? 54 Minuten? Warte mal. Ja, hier. Du sollst eigentlich jetzt gerade ein bisschen zu viel. So, den Volvo mitnehmen. So. Gut, du fährst, da fährt ein Volvo jetzt drauf. So, das heißt, wir nehmen jetzt eine kleine Route, erstellen die jetzt auf der 13 und sollen vom Airport Flughafen. Warte mal. Route 11. Eine Route ist da zu viel. Flughafen. Aber Doc, Eulhaber, das ist die Flughafen. Bestimmt. Ja, Airport. Raus damit. So, also noch einmal. Jetzt holen wir uns den Zahltag. Und dann geht es nach Kerstadt. So, Flughafen, Old Town und Kerstadt. Ist heute die Aufgabe. Die Dings. Und enden in der Radovane. Ende der Siegestraße. So. Jo. Was war das? 13, ne? Möchte ich jetzt sehen? Warte. Hallo? Willst du mich jetzt gerade? Ich jetzt gerade. South Kerstadt. Airport for South Kerstadt. Du kannst rausgehen. Hallo, ja, das ist diese Route hier, genau. So, dies ist Zahltag. Zahltag erreichen. So. Anwenden. Jetzt kann ich ja die Route, wo ich die ich vorhin erstellt habe, die 12. Oder die 11. Das ist ja die 54 Minuten, das 54 Minuten Ding, ne? Kann ich ja wieder weniger wieder rausnehmen. Ja, die Aufgabe ist ja geschafft, rein theoretisch. So, weg damit. Das heißt, wir erstellen eine neue Route für Stufe 4. Kerststadt. Windfeld Ost. Das ist ja quasi alles, was wir jetzt hatten. Wir fahren das ganze Ding jetzt ein bisschen andersrum. Kerststadt. Hügelgasse.
Heidestraße. Ja, doch. Technische Universität. So. Früh auf, Akademie. So. Wissenschaftsministerium. So. Kerststadt. Technische so. Uchowski Industries. Ist ja gefühlt jetzt einfach bei alles. So. Kerststadt. Auf 4. Punkt. Ein Änderung übernehmen. Nein. So. Kerststadt auf 4. Kannst du ja jetzt einen Bus reinsetzen. Jetzt gucken wir mal. Haben wir ja bestimmt noch irgendwas in die Richtung. Ja, den Volvo. Ja, der BYD. So. Gut. Jetzt fahren wir den Zahltacker. Dazu springen wir zum Airport. Zum ersten Mal. Runde Routen. Ich brauche die Route mit 4. Warte mal, Route 12, eine von denen. Ist es ja, ne? Das sind die 8 Haltestellen. Das müsste die sein. Airport Oldtown-Kerstadt. Das ist es nicht. Airport. Genau, das ist diese hier. So, Route. Zahltag. Erreichen. Anwenden. So, übernehmen. Gut. Dann hüpfen wir mal zum Airport, würde ich sagen, und fahren die Strecke. Schnellreise. Darauf, das werden wir heute tun. Also ich werde das wahrscheinlich wieder zwei Splits machen. So. Das ist die falsche Haltestelle. Wo ist denn die andere dafür? Dahinter? Sie? Ich weiß, ob ich die Flughafen mal reingehen kann. Zeittag erreichen. Ja, bitteschön. Wo ist mein Bus? Hallo? Und ich faxen? Wo ist mein Bus? Hallo? Hä? Spöde? Wo ist mein Bus? Zitao G. Wo ist mein Bus? Hallo? Wollen wir mich ein bisschen faxen? Gerade? Gut, dann machen wir es anders. Jetzt fahren. Wir brauchen ja nur einen Zeittag, ne? Ist ja egal wie. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? Ich fahr selber. Eine Pause. Super. So. Wir müssen ja einen Zeittag mehr oder weniger erreichen. Ernsthaft? Ist Säckgestell auf der falschen Seite? Ist das Gelenkbus? Tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich beim Gelenkbus unterwegs bin. Ich dachte, der wäre jetzt. Warte mal. Ich muss jetzt einen Wendeplatz finden. Ich hatte gar nicht gedacht. Das ist okay, da war ich nämlich Gelenkbus. Letzte Woche bin ich zum Mautnerhof gewandert. Die Aussicht war toll. Das finde ich lustig jetzt, dass ich mit dem Ding nicht wenden kann. Im Kleinbus wäre das kein Problem. Ich muss jetzt so gucken, dass ich bin. Ja. Warte mal. Hier ist kein Platz zum Wetten, ne? Ich würde da gerne mal eine Wiese haben oder so. Ist da vorne was? Da ist auch nicht, ne? Oh, jetzt ist. Das ist ja extrem witzig gerade. Hier wäre eine Möglichkeit. Kriegt denn hier in einem Rutsch rum? Ne, ist ein Zaun. Scheiße. Der Zaun ist nachgespawnt. Warte mal, was war das? Ich krieg den bestimmt da rum jetzt.
kriegst du da ein. Mal die Lenkung komplett aufmachen. So. Ich bin tatsächlich schon den Relay-Bus, also den Gelenkbus gefahren. Auch den hier, den Citaro, also das etwas ältere Modell. Das ist ja, glaube ich, der ganz neue. Und es macht Spaß. Ja, die Leute, die mich nicht kennen, ich bin einfach Busfahrer. Und es ist ein spannender, es ist ein abwechslungsreicher Job. Man hat immer irgendwas zu tun. Also man hat durchaus viele nette Fahrgäste, man hat aber auch, wie ich das jetzt die Woche hatte, auf einer bestimmten Linie regelmäßig sehr anstrengende Fahrgäste. Und ja, ist halt manchmal so, aber manchmal doch, bei allermeistens macht Spaß. So, wir holen uns jetzt mal versuchen, Zahntag zu holen. Es geht jetzt erstmal nur an den Zahntag hier. Und in der nächsten Folge machen wir eine Kerstin 4. Würde ich sagen. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Weil das schaffe ich heute nicht in einer Folge. Ach. 20. So. Türchen zu. Oh, da geht die Reise. Die Radovanovic-Brücke ist jetzt. Ich. Das hier. Ja, das machen wir. Gibt nämlich wieder nur gute Punkte. Gibt nämlich angerechnet. Wie gesagt, ich vermute, dass was. Dass wir die Route jetzt fahren. Und. Ja, wie gesagt, zwei Folgen werden es werden. Dann geht das ja vom letzten Mal schon, wo wir die vier, wo wir auch drei und zwei und drei gemacht haben, aber auch zwei Folgen gemacht. Ja, wer sich schon ein bisschen darauf freuen kann, ich habe mir heute eine Capture Card bestellt. Das heißt, ich kann demnächst neue Projekte auch für den Switch aufnehmen. Und es wird vielleicht auch demnächst was kommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Pokémon-Fan bin, dass seit Freitag die Pokémon-Edition Kamazin und Purpur raus sind. Und ja, mal schauen. Ob die Technik da so sagt, jo, passt, aber oder ob sie da ein bisschen streikt. Wir werden sehen. Wahrscheinlich am Donnerstag. Auch Dingskopter könnte bald weitergehen. Hier Conan X1, das Koop-Ding. Das könnte demnächst weitergehen. Ich habe heute so ein bisschen wieder abgespart, dass wir vielleicht wahrscheinlich wieder dazu kommt, ein bisschen aufzunehmen. Das heißt, neue Folgen zu produzieren. Das war schon was länger nicht mehr da gewesen. Aber, wie gesagt, das abwarten einfach. Das Wetter macht es gerade nicht so einfach, ne? Also ich fahre nicht so scheiße. Das ist wirklich teilweise echt das Fahrverhalten nach dem Bus auf der Straße. So. Ja, das wird jetzt dauern, also wenn wir jetzt noch ein bisschen bis bei der Haltestelle sind. Ich vermute, dass wir die beiden zu Ende, die Strecke kurz zu Ende fahren. Also, ja, machen wir jetzt nur mal kurz persönlich. Also wir haben leider den Bus nicht bekommen. Warum auch immer. Das hier ist mittlerweile Folge Nummer 20. Von diesem Let's Play hier. Und wenn das wieder, ich hoffe, dass wir es nicht
Dass wir nicht wieder haben, an der Haltestelle 5. Dass wir danach nicht Gäste oder 5 haben. Weil sonst wird es auch ein bisschen öde, weil das jedes Mal die gleiche Kram ist oder gleich in der Folge. Aber es gehört halt irgendwo dazu. Wir müssen halt damit leben. Dallem. Ich müsste jetzt gerade gucken, ich hoffe, hier falsch abbiegen. Upsa, das war das Schild. Warte mal. Oh Gott, sage ich. Glaube, das wird hier ein bisschen schwierig werden, wenn ich jetzt abbiegen. Das kommt alles noch. Die Stadtteile müssen wir noch freischalten. Aufpassen. Eigentlich wollte ich Elektrobus fahren. Hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm, aber scheinbar sagt das Spiel, nö, ihr fahrt mal Elektrobus. Okay, machen wir so. So. Mal kurz Lichter machen hier. Lichtfunktion. Ist, glaube ich, da sogar das Fernlicht, aber ist egal. Scheiß drauf. So, jetzt müssen wir hier rechts abbiegen. Was für ein Huhn. So. So, warte mal. Der war ein bisschen hier den. Der wird da rein. Ihr seht links die Kamera, das ist ein Blitzer. Ich glaube, ich wurde in einer Folge letztes Mal 3 oder 4 Mal geblitzt, aber da war ich auch gefahren, wenn der Henker. Es ist schön, dass wir die Vorfahrt versucht zu nehmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir gleich zur Reinewahl. Zwischen dem Schieß zu spielen. Geht. Okay. War langsam genug. Das war langsam genug. Die hatte ich schon ein bisschen da hinten gezeigt. Ah, ich will wieder Gelenkbus fahren. Ich habe schon versprochen bekommen auf der Arbeit, dass ich mal wieder fahren darf. Also, wann genau, steht noch nicht so fest, aber es wird ein bisschen professioneller aufgefahren. Mit Fahrschule, etc., weil ich da wirklich nur einmal gefahren bin, kurz. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn es dann irgendwann losgeht, mal was anderes. Das macht schon Spaß. So, ich gucke jetzt gerade mal wegen der Route, bevor ich jetzt hier ranfahre, weil da ein eingepennt ist, ich dass er hier aussteigen will. Wir haben ja ein bisschen Luft. Und erwischen direkt den ersten ohne Ticket. So, Moinse, Ticketkontrolle. Und? Hast du wohl nicht, mein Freund, das gibt mal eine kleine saftige Strafe. Und du bist? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Stimmt, du hattest nicht mal eine. So, fahren wir hier kurz rauf. Wir haben einen Rollstuhlfahrer, wie wir es schon sehen. Und wir sind an der Radovanovic-Brücke. Und holen uns damit die Mission. So. Habe ich doch gerade ausgeholt, ne? Habe ich doch schon gemacht, Freundchen. Darf ich? Ach so, da wollte er eine Fahrkarte. Moment. Jetzt. So.
kurz mal kurz Ticket kontrollieren. Wir fahren die Route kurz zu Ende. Es ist hier nur noch eine Haltestelle. Und ja, ich bin ein bisschen verstopft. Tschüss. Also ich muss ja gucken, dass ich die Rampe wieder reinziehe, bevor ich da was vergesse. Ich meine, wir könnten ewig losfahren mit der ausgefahrenen Rampe. Ich glaube, und das finde ich auch sehr, sehr gut, ist in Real Life, sollte das auch nicht möglich sein. Ich glaube, unten durch den Kontaktschalter darf es eigentlich, dürfte das eigentlich nicht sein. Da ist nämlich ein Kontaktschalter drunter. Und zum Beispiel, die, sobald die Rampe da raus ist, zeigt die vorne an, dass da irgendwas ist. Und dann würde man sowieso nicht losfahren können, weil da geht die Tür auch nicht mal zu. Und ich finde das, wie gesagt, auch sehr, sehr gut, dass das so ist. Ich will da gar nicht ausmachen, was so passieren könnte. So, alle mal aussteigen. So, Bushaltestelle kann sogar ausgebaut werden, das machen wir kurz. Brauchen wir die auf Stufe 3 aus, brauchen wir jetzt erstmal nicht, eigentlich, aber egal. So, dann ist das für heutige das Ende beim Bus-Simulator 21. In der nächsten Folge geht's nach Kerstadt zurück und da fangen wir dann an, alle Haltestellen auf Stufe 4 auszubauen. Bis dahin und ciao!